So, Unboxing-Zeit. So, meine kleinen Zaubermäuschen, ich habe wieder ein Paket bekommen, was so groß ist, dass es nicht in diese Kamera passt und auch nicht in diese Kamera. Was ist da drin? Und zwar habe ich von der Firma 99 Nails ein Starter-Set bekommen. Genau das, was ihr auch erfragt habt. Und zwar kostet dieses Starter-Set 53,99 €. Was da alles dabei ist, werden wir direkt jetzt mal sehen. So, gucken wir noch mal, was da drin ist. Jawohl. Und zwar ist das ein LED-Starter-Set mit dabei, eine LED-Lampe, ganz wichtig. Zu der kommen wir gleich noch, was der Vorteil ist zu UV-Lampe, LED-UV-Lampe. Werden wir gleich noch kurz anreißen und klären. Also die ist schon mal damit dabei, ganz wichtig. So, was haben wir noch dabei? Zeletten, und zwar eine ganze Rolle. Damit kommt ihr auf jeden Fall sehr lange aus. Sehr cool. Und dann haben wir hier noch, es ist ein Shellac-Starter-Set. Für denselben Preis bekommt ihr auch ein Gel-Starter-Set, das heißt mit Aufbaugel, Haftgel, allen Klüngen. Müsst ihr mal auf der Internetseite vorbeischauen. Ist hier unten alles verlinkt in der Infobox. Haben wir auf jeden Fall. Ich habe das Ganze schon einmal unboxed auf Instagram und Facebook. Also wer noch nicht da reingeschaut hat, gerne mal reingucken. Ansonsten mache ich das jetzt hier nochmal für euch. Wir haben hier noch einmal zwei Farben, Korall und Perlmutt Schwarz. Ich habe schon mal reingeguckt, sind ganz geile Farben. Perlmutt Schwarz ist so ein, so ein Metallic, und Korall ist halt Korall, kennt man. Und dann noch ein Twin Coat für drüber, damit das Ganze auch vernünftig hält und glänzt. Werden wir gleich ausprobieren. Und ja, machen wir mal weiter. Dann haben wir auf jeden Fall noch einen Buffer, auch ganz wichtig. Zwei Feilen, eine Zebrafeile, wer gerne gerade feilt. Und dann auch noch eine gebogene schwarze. Und noch ein Rosenholzstäbchen für den Nagelhaut. Auch wichtig. Ich stehe zwar nicht so ganz gerne auf schwarze Feilen, weil ihr wisst, schwarzer Nagelstaub, den findet ihr immer wieder im Gel wieder. Aber da wir hier Shellac haben und das Ganze eh überlackieren, ist das jetzt nicht so tragisch. Aber ansonsten würde ich euch keine schwarze Feile empfehlen. Die Sachen sind auch dabei. Was haben wir noch? Hier haben wir noch einmal Nagellackentferner, UV-Nagellackentferner, damit ihr das Zeug auch wieder abbekommt. Werden wir nachher auch nochmal ausprobieren, wie gut das funktioniert, und auf jeden Fall noch cleaner, um die Schwitzschicht zu entfernen. Und das war's auch schon. Das kriegt ihr alles für 53,99 €, sind nicht ganz 50 €. Ihr wolltet ja ein Starter-Set für ungefähr 50 € mal sehen. So sieht das Ganze aus. Wie schon gesagt, ihr kriegt das Ganze auch noch in Gel. Das heißt, es ist noch ein Aufbaugel dabei, tralala. Und auch noch Tipps. Wenn ihr Bock drauf habt, wirklich einmal auf der Internetseite vorbeischauen. Die haben wirklich ein sehr gutes Sortiment. Also mal durchstöbern und inspirieren lassen. So, aber packen wir doch erstmal die LED-Lampe aus. 99 Nails hat auf ihrer Internetseite auch noch ein Starter-Set ohne LED-Lampe, also mit einer normalen UV-Lampe dabei. Das ist ungefähr 10 € günstiger, sogar 13 € oder 14 € günstiger. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, eine LED-Lampe zu nehmen. Zu den Vorteilen kommen wir gleich nochmal. Wir wollen das Ding erstmal kurz auspacken. Aber diese 10-14 € lohnen sich auf jeden Fall für die LED-Lampe. Das ist wirklich ein geiles Ding. Packen wir es doch erstmal aus. Ist auf jeden Fall auch sehr platzsparend, das Teil. Nicht so riesig wie diese normalen UV-Lampen mit Röhre. Komm raus. Beschreibung brauchen wir nicht. Weg damit. Oh, Knisterfolie. Knister.
So, und da haben wir das geile Teil. Auf jeden Fall ein schickes Design. Schön klein, handlich. Ganz geil. Was sehen wir vorne? Öffnung, ganz klar. LEDs sind auch drin. Genügend auf jeden Fall. Seite, nix. Seite, nix. Hinten, Timer. Und zwar 30, 60, 90. Richtig, 30. Warum 30? Weil LED-Lampen das Gel schneller härten. Ganz einfach. Ja, aber dazu kommen wir gleich nochmal genau. 30, 60, 90, genau. Dann haben wir hier noch eine Bodenplatte. Was ich wirklich cool finde, ist, dass die magnetisch ist. Ja, es gab ja immer solche, wo du da reinfummeln musst, reinschieben, tralala. Die hier ist auf jeden Fall magnetisch, lässt sich ganz easy dran machen. Das heißt, ihr könnt auch eure Füße mit dem Ding machen. Sehr cool auf jeden Fall. Und was sehen wir hier noch? Diese drei Einbuchtungen sind für die Finger. Auch sehr geil. Ihr braucht die Kundin einfach nur sagen, dass sie bis mit ihrem Mittelfinger bis da rein soll. Und dann ist sie auf jeden Fall richtig in Position. Weiter kommt sie nicht, weiter braucht sie nicht. Das heißt, das hier wäre dann die richtige Position, wie die Hand liegen soll. Dann kommen die Kunden auf jeden Fall nicht hinten an die Lampe dran oder sauen euch die ein. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Hier ist natürlich eine Folie drauf, die ziehen wir mal ab, damit das Ganze auch schön spiegelt von unten. Herrlich. Hallo Kamera. Hallo Chris. Ja, und dann schmeißen wir nochmal Strom an das Teil. Sehr cool, wir haben gerade festgestellt, dass diese Lampe sogar einen Sensor hat. Wenn ihr die Hände reinlegt, ist die Lampe an und sobald ihr sie rausnehmt, geht sie aus. Ja, könnt ihr so lange reintun, wie ihr wollt. Solange ihr die drinne habt, ist die Lampe an. Sehr cool. Ja, was ist der Unterschied oder der Vorteil von LED-Lampen zu den normalen UV-Lampen? So, der erste Vorteil von einer LED-Lampe zu einer normalen UV-Lampe ist, dass sie auf jeden Fall kostensparender ist, denn sie verbraucht weniger Strom und ihr braucht keine UV-Röhren mehr tauschen. Das Ganze ist zwar teurer in der Anschaffung, aber auf Dauer amortisiert sich das Ganze sehr schnell, denn ihr braucht, wie gesagt, keine UV-Lampen austauschen. Die LEDs, die hier drin sind, halten so ungefähr um die 50.000 Stunden. Also solange diese Lampe lebt, halten auch die LEDs darin. Und wie gesagt, ihr braucht keine neuen Röhren kaufen. Der zweite Vorteil einer LED-Lampe ist, dass es schneller ist. Es härtet schneller durch. Ihr braucht zwar spezielles LED-Gel dafür, aber ihr seid locker in 30 bis 60 Sekunden ist das Gel auf jeden Fall komplett durchgehärtet und ihr braucht keine 2 Minuten mehr wie bei einer herkömmlichen UV-Lampe. Ja, richtig gehört, ihr braucht auf jeden Fall komplett neues Gel für eine LED-Lampe, denn normales UV-Gel wird darin nicht härten. Umgedreht ist es anders. Ihr könnt LED-Gel in einer UV-Lampe härten, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, ihr braucht auf jeden Fall neues Gel, wenn ihr auf LED umsteigen möchtet. Zudem gibt es keinen Unterschied von der Haltbarkeit. Beides hält genauso lange, also die Gele auf dem Nagel halten genauso lange in einer von einer LED-Lampe, genauso wie von einer UV-Lampe. Also generell würde ich euch wirklich empfehlen, auf jeden Fall zu einer LED-Lampe zu tendieren, wenn ihr euch neu ausstatten wollt oder gerade anfangt mit Nägeln, dann würde ich euch wirklich empfehlen, auf LED zu gehen, denn da seid ihr auf langer Zeit kostengünstiger unterwegs und auch etwas schneller. Aber wenn ihr noch genaueres zu den Strahlungen, die so in einer UV- und LED-Lampe vorherrschen, wissen möchtet, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Dann mache ich nochmal ein kleines Extra-Video dazu, wie das Ganze funktioniert, was da so passiert. Und ja, aber genug gequasselt. Probieren wir dieses Gerät doch mal mit den ganzen Produkten dabei aus und gucken mal, wie das Ganze so funktioniert. So, lasst uns doch mal den Lack testen. Wir haben, wie gesagt, hier einmal Permut Schwarz, also so ein Metallikton und einmal das Korall. Wichtig für mich ist immer die Deckkraft und wie gut es härtet. Da es hier zweimal LED-mäßig, da wir hier LED-mäßig unterwegs sind, müssten die eigentlich gut härten.
Ja, aber das testen wir doch jetzt mal. Franzi hat jetzt Nägel mit Gel schon drauf, aus einem anderen Video. Und darauf werden wir jetzt diesen UV-Nagellack draufschmieren. Los geht's. So, die Farbe Korall machen wir als erstes drauf. Nehmen wir den Finger. Mal kurz drüber buffern. Mit dem beigefügten Rosenholzstäbchen könnt ihr nur so ein bisschen die Nagelhaut zurückschieben. Und auch mit dem beigefügten, mit der Bürste. Auf jeden Fall einmal kräftig durchbürsten das Ganze. Denn wenn sich Staub in die Kanten reinsetzt, dann kann das auch gerne mal für Liftings sorgen. Deshalb immer schön den Nagel entstauben mit so einer Bürste. So, genau. Feilen und so sind auch dabei, aber wie gesagt, den Nagel, der ist schon fertig. Also mit Feilen muss ich euch ja nichts weiter großartig erzählen. Wichtig ist jetzt die Farbe. Ich denke mal, zweimal müssen wir es auf jeden Fall machen. Wenn nicht sogar dreimal. Mal gucken. Wenn Nagel-UV-Lack nicht richtig deckt, ist das nicht so tragisch. Denn das ist immer so eine Härtungssache. Umso besser der Nagellack deckt, umso schlechter trocknet er. Beziehungsweise umso länger müsst ihr den in die Lampe reinlegen. Denn Gel härtet von außen nach innen und wenn der Lack zu gut deckt, kann keine UV-Strahlung bis ins Innere des Gels vordringen und dann habt ihr innen drin immer noch eine flüssige Gelschicht. Daher ist es immer gut, wenn der Nagellack bzw. der UV-Nagellack nicht so gut deckt, dann kann immer genug UV-Strahlung durch das Ganze durchdringen und auch wirklich alles schön aushärten. Und dann machen wir jetzt die letzte Schicht drauf, damit es auch wirklich 100% deckt. Und dann probieren wir direkt mal das Schwarz aus. Schwarz ist auch immer eine Farbe, die muss man öfter drauf schmieren meistens. Gucken wir mal, wie gut das jetzt hier bei dem geht. Der Pinsel ist relativ kurz. Ich werde das jetzt mal mit einem Full-Cover-Pinsel versuchen. Mal gucken, wie das damit geht. Bei so kurzen Pinseln ist der Farbauftrag meistens immer ein bisschen schlechter, weil durch die kurzen Borsten zieht man sich sehr schnell wieder die Farbe weg. Der Pinsel ist nicht mit dem Starter-Set dabei. Der ist von Fingerspitzengefühl, verlinke ich euch unten, genauso wie das Starter-Set. Also so ein Full-Cover-Pinsel ist immer ganz geil, weil da kommt man halt besser in die Ecken rein. Das sieht man hier ganz gut. Ja, mit so einem normalen Pinsel aus der Flasche ist natürlich doof, da kommst du nicht so richtig schön in die Ecken rein. Deshalb würde ich euch immer sowas empfehlen, wenn ihr perfekt arbeiten wollt. Ja. Als nächstes machen wir den Twin-Coat drauf. Das wäre dann die Versiegelung. Den könnt ihr natürlich auch verwenden, um den Nagel ein bisschen zu verstärken. Das könnt ihr dann erstmal drauf machen als allererste Schicht, danach die Farbe und danach dann nochmal den Twin Coat. Dadurch habt ihr den Nagel wieder um eine Schicht mehr verstärkt und dann hält das Ganze natürlich wieder ein bisschen besser. So, das kommt jetzt auch wieder in die Lampe rein. Den Twin-Coat könnt ihr natürlich auch zweimal auftragen. Dadurch habt ihr den Nagel wieder ein bisschen mehr verstärkt. Für mich reicht jetzt einmal, da das Ganze gleich eh wieder abkommt.
So. Dann braucht ihr das Ganze nur noch abcleanern mit dem beigefügten Cleaner und natürlich den Zeletten. Und schon seid ihr fertig mit den Nägeln. So schnell kann das gehen. Und das Ganze hält locker auch 2 Wochen gut und gerne durch. Aber was ist eigentlich, wenn ihr das Ganze wieder abhaben wollt und eine andere Farbe drauf haben wollt? Ja, in diesem Fall müsst ihr den UV-Nagellackentferner benutzen, der dabei ist. Müsst ihr nicht. Ich würde es an eurer Stelle auch nicht tun, weil es schweinelange dauert, bis das Zeug wirklich dieses UV-Gel, diesen UV-Nagellack entfernen kann. Um das mal zu testen, habe ich hier schon mal einen Tipp vorbereitet mit dem beigefügten Schwarz Metallic und das Ganze mit Topcoat eingestrichen. Das Ganze habe ich zweimal lackiert und einmal Topcoat, also 3 Schichten. Und dann werden wir doch direkt mal testen, wie lange es wirklich dauert, bis sich die Farbe löst, dass ihr das einfach abmachen könnt. Dazu nehmen wir hier mal so ein, ja, Untertasse. Ich schmeiße da einfach mal so ein bisschen von dem Zeug rein. So, hat auch eine schöne Farbe. Und dann tauchen wir den doch mal hier ein. Ich stelle mal einen Wecker dazu. Stoppuhr, zack, und los geht's. Ich persönlich habe es immer so gemacht, dass ich das Ganze abfeile, denn ihr habt das Ganze ja locker eine Woche, 2 Wochen drauf, dann ist das Ganze schon wieder ein bisschen rausgewachsen und ihr solltet den Nagel eh ein wenig anrauen mit dem Buffer und mit dem Buffer, der dabei ist, damit das Gel vernünftig halten kann auf eurem Nagel. Und ja, daher würde ich das Ganze mit einer Feile abfeilen, falls ihr euch nicht so ganz sicher seid und Angst habt, euch selber zu verletzen oder den Nagel zu dünn zu feilen, dann auf jeden Fall mit dem beigefügten Nagellackentferner, UV-Nagellackentferner. Das dauert dann zwar etwas länger, aber ihr macht euch die Nägel nicht kaputt. Ihr müsst natürlich nicht eure Nägel jetzt in einen Bottich mit UV-Nagellackentferner reinhalten. Es reicht einfach, wenn ihr eine Zellette mit diesem Nagellackentferner tränkt, das dann auf eure Finger packt oder beziehungsweise auf die Nägel und dann Alufolie drum macht, damit das Ganze nicht so schnell verdampfen kann. Und ja, das lasst ihr dann einfach mal eine ganze Weile einwirken und dann müsste es eigentlich abgehen. So, 5 Minuten sind rum. Gucken wir jetzt mal. Immer noch keine Chance, das Zeug abzukriegen, aber ja, es wird langsam weicher. So, ich habe jetzt keine Lust mehr zu halten. So, und dann lass uns mal warten. So, jetzt geht es so langsam los, dass sich das Ganze hier abziehen lässt. Nach 10 Minuten. Tun wir es mal noch länger rein. So, 15 Minuten. Gucken wir jetzt mal, ob wir es abkriegen. Ihr seht schon, der Tipp hat sich auch leicht verformt. So, und jetzt kann man das hier so ein bisschen abknibbeln. So, und jetzt löst sich das Ganze so ein bisschen ab. Ist aber trotzdem noch sehr fummelig und ja, auf jeden Fall eine Riesensauerei, wie ihr seht. Der Tipp hat sich auch so ein bisschen angelöst, genauso wie hier mein Tipphalter. Ihr seht also, das ist nicht gerade die geilste Möglichkeit, den Nagellack abzukriegen, den UV-Nagellack. Zumal hier Aceton, ein bisschen Öl und Parfüm drin ist. Also das Zeug besteht eigentlich nur aus
Aceton. Das ist aber bei jedem Hersteller so. Ich habe noch keinen einzigen UV-Nagellackentferner gefunden, der wirklich gut funktioniert, schnell funktioniert. Und ja, zudem ist Aceton auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass es gut für die Haut ist. Also würde ich immer zur Variante tendieren, das Ganze abzufallen. Erstens ist es schneller und zweitens ist es besser für die Haut. So, aber wie ist jetzt mein Fazit zu diesem Starter-Set? Fangen wir doch mal mit der Lampe an. Die Lampe ist einfach genial. Nicht nur, dass sie drei verschiedene Timer hat, sie hat auch noch einen Sensor. Wenn ihr die Hand reinlegt, geht sie an. Wenn ihr sie rausnehmt, geht sie wieder aus. Egal, wie lange ihr sie drin habt, sie bleibt an. Zudem eine entnehmbare Bodenplatte mit Halterung quasi für die Finger, damit man hinten nicht anstößt. Man weiß immer genau, wo man die Hände hinlegen muss. Sehr geil. Und durch die entnehmbare Bodenplatte könnt ihr euch natürlich auch gerne mal die Füße im Sommer schön mit UV-Gel-Nagellack einstreichen. Beziehungsweise die Fußnägel. Und zum Lack muss ich sagen, der Lack ist auch gut. Ich habe jetzt keine Härtungsprobleme gehabt, genauso wie der Topcoat bzw. der Twincoat. Den könnt ihr unten drunter machen zum Verstärken, obendrauf. Wirklich gutes Zeug. Auf jeden Fall, das Ganze ist auch in Deutschland hergestellt, also kein China-Scheiß oder so. Damit wirbt die Firma wirklich sehr groß, dass das Ganze in Deutschland hergestellt wird. Ja, zu den ganzen Flüssigkeiten alles top. Nichts auszusetzen, genau wie die Feilen, die sind auch super, super Qualität. Zebrafeile und eine Bananenfeile ist auch dabei. Zilletten eine ganze Rolle, auch sehr, sehr super. Da habt ihr wirklich lange was von. Ja, UV-Nagellackentferner ist halt immer so ein schwieriges Thema, weil es wirklich keinen vernünftigen gibt, der euch das Ganze schnell vom Nagel runterholt und dabei nicht unbedingt eure Haut schädigt. Zudem könnt ihr auch noch andere Farben zu dem Starter-Set euch aussuchen. Dazu müsst ihr einfach nur eine Mail, eine unverbindliche, bei der Bestellung mit anhängen oder einfach kurz anrufen. Eure Lieblingsfarben, zwei Stück an der Zahl, könnt ihr euch dann frei aussuchen und dann sind die auch mit dabei. Also wenn ihr keinen Bock auf Schwarz oder halt dieses Korall habt, ist das kein Problem. So, alles in allem eigentlich ein super Starter-Set, um wirklich mal schnell die Nägel zu lackieren. Wie gesagt, das Ganze gibt es dann auch noch für den etwas professionelleren Einsatz auch noch mal nicht mit UV-Lack, sondern richtig mit Gelen. Das heißt Aufbaugel, Haftgel etc., Tipps, alles was dazugehört. Auch für denselben Preis, guckt einfach mal auf der Internetseite von 99 Nails vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und das, was ihr auch unten in der Videobeschreibung findet, ist ein Gutscheincode, mit dem ihr beim Kauf bei 99 Nails auch nochmal kräftig sparen könnt. Also gerne mal unten reinschauen und sparen. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne sharen, teilen, liken. Und wenn es euch besonders gefallen hat, dann natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn ihr auf dem Laufenden sein sollt, dann das Glöckchen anklicken, damit ihr jedes Mal eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video online geht. Zudem habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, dieses Regal ist immer leer. Was soll ich da draufstellen? Habt ihr eine Idee? Mir fällt einfach nichts ein. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.